Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal haben wir aufgehört. Wir haben bei der Map alles hier erkundet in der Nähe. Und jetzt war das Ziel, das Auto erst mitnehmen, dann erkunden, vielleicht nochmal erkunden und dann zum Ziel. Wir haben auch gerade nebenbei, bevor ich angefangen habe, hier die Aufnahme zu starten, habe ich dem hier jetzt endlich mal einen fetten Schlaghammer gegeben, also eine schwere Waffe, Zweihand. Weil ich die gerne testen will, weil ich mag diese Einhandklingen nicht wegen der komischen Animation. Und ihr habe ich einen besseren Schlagstock gegeben, und zwar diesen Militärschlagstock statt Polizei. Der hat schon mal ein bisschen mehr Damage und einen größeren Rucksack. Einfach so. Und jetzt können wir. Ah, ich dachte schon, das wäre kaputt, ey. So, fahren wir mal. Gut, endlich mal auch Tag. Verdammt nochmal. Man sieht endlich mal was nach vorne. Auch ohne Licht. Ja, lass hier ruhig rumlaufen. So, Autos da oben. Oh, Helena. Bam, Junge. Gute Beschleunigung. Das ist schon mal nice. Dann einmal untersuchen. Oh, eine Bold Scout. Oh, mit gestohlenem Magazin. Ja, aber nur ein bisschen, ne? Das ist schon mal gut. Endlich haben wir eine Sniper, die erstens Schaden zwar weniger hat, aber dafür eine höhere Feuerrate, oder nicht? Weil es ist ja halbautomatisch, das hier nicht. Aber gut. Packen wir das jetzt mal alles weg. So. Je mehr Waffen wir finden, desto besser für unsere Überlebenden. Eigentlich hätte ich die auch Dings hier geben können. Ihr. Ich glaube, das mache ich auch jetzt. Damit sie besser schießen kann. Statt mit dem Revolver. Du hast hier gar nichts dran. Aber wir könnten dich später mitnehmen. Genau. So, das tanken wir jetzt schon mal. Ah, nein. Wow, jetzt setzt sie sogar hinten drin. Lol. So, tanken wir das Ding mal voll. Wichtig ist, wir dürfen mit dem Auto nicht umfallen. Das ist das, ja, GG, ne? Dann haben wir gar nichts mehr. Ja, gebe ich ihr das oder noch nicht, ey? Ich glaube, ich lasse jetzt mal mit dem Revolver rumballern. Gut, wir kommen später für das Auto wieder, wenn überhaupt. Falls wir ein besseres finden. So, auf zur Werbetafel. Jawohl. Ich hätte gerne noch so ein Sportauto. Ich hätte gerne verschiedene Versionen. Einmal Trucks, zwei Stück. Für richtig Offense-Power. Ja, das stimmt. Wenn man den ersten Teil gespielt hat, weiß man, was sie meint. Aber auch allgemein, wenn man noch an die Zeit denkt, wie viel schon vergangen ist. Die Draw Distance ist so klein, schade. Ich kann sie aber auch nicht erhöhen. Außer vielleicht im Editor. Muss ich mal gucken. Aha, hier ist was in der Nähe. So. Dead guys headed this way. Bam, Junge. Holy shit. Okay, das war gut. Mir gefällt die schwere Waffe. Also Niederschlag gefällt mir auf jeden Fall. Ein Hit und dann nochmal E drücken. Zwar klar Animation, manchmal schnell, manchmal langsam. Aber ich nehme sogar lieber den garantierten 100%igen Niederschlag statt eine scharfe Waffe, die 10 Jahre braucht, bevor man noch nicht die Stufe hat. Natürlich müssen wir auch gucken, was für eine Verbesserung der bekommt, ne? Für Spezialisierung, Nahkampf. Weil wenn da natürlich steht, nur scharfe Waffen, müssen wir scharf spielen, weil wenn man das schon bekommt, ja. That's all for now. Das war's? Ich dachte, es kommt mehr. Oh, ist das billig. Na gut, dann halt gestapelte Container. Gucken wir da mal nach. Und die muss mir eigentlich nicht jedes Mal folgen, weil es auch gefährlich hier ist. So, und runter hier. Haben wir schon irgendeine Spezialisierung? Noch nicht. Dafür müssten wir mehr shooten. Der Dicke. Down. Sehr gut. Level up. Drauf da. Na komm. Noch dich nicht. Warte. Hier ist nichts. Hier ist nichts, nichts. Ach du Scheiße. Okay. Akrobatik. Sehr gut. Bleib nach. Jawohl, komm. Gut, dann gehen wir zum nächsten, weil das war Bullshit. Wir haben gar nichts erkundet.
Sehr gute Beschleunigung. Das gefällt mir in dem Fahrzeug auf jeden Fall. Bam, Junge. Ich find's so lustig, dass so ein kleines Spiel manchmal so doll leckt oder so viel, wer ist das? So viel Saft fressen kann von dem so starken PC im Vergleich zu anderen Spielen. Oh. Schön. Bam, Junge. Bam, Junge. Ich sehe schon Probleme. Ausdauer. Da braucht man echt die Spezifikation dafür oder Spezialisierung. Weil dann, ich glaube, kann man schön Ausdauer sparen mit Kämpfen. Weil das war gerade unnormal. Warte, was? Wir sind noch nicht fertig, du. Jawohl. So, viele Schuppen. Okay, unfertige Tankstelle. Ehemaliges Armeegarage. Pilato CR. Was ist ein Pilato CR? Ist das unser Fahrzeug? Militärtruck, nee. Gucken wir mal nach. Aber da hinten ist nochmal ein Militär. Wenn das mit der Story zusammenhängt, ja, weiß ich schon, was das für ein Haus ist. Waffenladen B und I. Das wird ein guter Trick. Seuchenherz. Brogan Rapscallion? Oder Rapscallion? Blutige Garage? Öffentliche Toilette. Sehr gut. Häuser, Häuser, Häuser. Haus mit pinker Terrasse, sehr wichtig. Kirche des Aufstiegs. Entweihte Kirche, what the hell is das denn? Abgelegener Schuppen. Okay. Baufällige Scheune. Kurz einmal hier raufgehen. Also, das hat ordentlich was gebracht. Sehr weit sogar. Entweihte Kirche. Junge, Junge, Junge. Kommen wir von der Seite überhaupt zu der Kirche? Nicht perfekt, weil da ist die Straße, aber könnte gehen. Den konnte ich nicht erkunden, wa? Nee. So, jetzt noch. Das ist die Gefahr, wenn man mit denen spielt. Die könnten nur aus Versehen runterfallen. Und wenn die dann sterben, GG. Okay. Dann auf zur Mission, würde ich sagen. Wie fahren wir jetzt dahin? Was ist schlauer? Hier ist eine Straße, die rauf wird. Ich fahre mal in die Straße rauf, weil dann macht das so ein bisschen storymäßig Sinn. Also nicht logisch einfach dahin fahren, so wie ich das jetzt gerade ausmachen würde und dann über Umwege. So, wir fahren mal so, wie die Straße mal ist. Vielleicht sagt er ja was anderes. So, wir können nicht alles einsammeln, das machen wir vielleicht später. So, wir fahren die Strecke hier, weil da hinten ist ja das Seuchenherz. Dickerchen. Holy shit. Oh, das kommt mir so bekannt vor. Junge, Junge, als wenn ich den ersten Teil wieder spiele. Nur viel mehr verbessert. Gefällt mir. Und ich sag immer Trumbull Valley, aber das heißt ja Trumbull oder Bull Valley. Irgendwie ist Trumbull leichter auszusprechen. Oh no, es ist überrannt. That's another step in the right direction. Kaserne gebaut. Sehr gut. Holy, sind das viele. Kommt raus, Jungs, kommt raus. Ich geh nicht da rein. Ich hab genug Geduld. Kommt raus, na kommt. Vier Stück auf einmal. Den gönnen wir uns auch nochmal. Und weg mit dir. So, jetzt stellen wir die Karre ab. So, na komm. Looten, looten, looten. Oh! Lucky! Ein kleiner Revolver. Nicht so viel Stärke. Jetzt können wir natürlich sagen, Stärke ist noch nicht wichtig. Also gegen normale Zombies nicht, weil die sind meistens One-Shot auf Headshot. Aber alles andere, so die Spezialzombies, da ist Damage auf jeden Fall sehr wichtig. Und Stärke. Shit, I don't think anyone's lived in that dump for a long time. Ja, auf jeden Fall. I guess it's worth a look around. Weg mit dir. Es ist zu ruhig. Boah, die Erinnerung. Weg mit dir. So, switchen wir mal.
Ah, so ein Revolver ist das. Junge, das Spiel in Ego-Sicht mit einem Mod, das wäre auch nicht schlecht eigentlich. Rolle mit Feuerwerkskörper, ja, gut für Ablenkung. Oh, schön gedrückte Notiz, brauchst du Hilfe? Du findest uns unter unter den unten stehenden Koordinaten. Wir haben genügend Platz und Ressourcen. Denk daran, gemeinsam sind wir stärker. We're stronger together. Now, where have I heard that before? Oh, of course. I'm such an idiot. How many times have I heard Lily say that to us? I can't be sure this is from Ray, but at least it's from someone on our side. Better check it out. Quincy. Alter, war der ein Charakter aus dem ersten Teil? Ich kann mich an Quincy nicht direkt erinnern. Nee, der Bulle ist das doch nicht. Das ist ja ein Häftling. Hä? Oh, jetzt muss ich mal nach diesem Teil hier mal, muss man nochmal googeln, ob Quincy aus dem ersten Teil ist oder einfach nur einer, der sozusagen off-game dazugestoßen ist. Moral gestärkt. Band 5, not bad. Sehr schön. So. Küche gesichert? Jawohl. Und weg hier. Reise zu den Koordinaten in der Notiz, die du bei der Küche des Aufstiegs gefunden hast. Okay, wo ist die Koordinaten? Ah, die Farmer, die kann ich mich auch erinnern. Ja. Das können wir gerne machen. Aha, hier ist der Turm. Jo. Kann man hier noch ein paar Fahrzeuge untersuchen? Nö. Na gut. Aber der Hammer, ne? Das. Oh Gott! Oh! Finish him! Good job! Der Hammer wiegt viel, ne? Ausdauerkosten gehen halt schneller weg. Oder sind höher. Schreibt mal die Notiz, wenn sie wichtig ist. Fürs Erste. Okay, pass auf. Wir müssen dahin. Das ist ein weiterer Weg. So, Fahrzeug zerstört. Müssen wir also reparieren. Der steht daneben, aber da ist überrannt. Ich würde sagen, wenn wir das vorantreiben, geht wahrscheinlich die Story sogar besser voran. Aber ich würde wahrscheinlich einmal trotzdem vielleicht gerne zurückfahren. Aber beim Zurückfahren würde ich gerne ein paar Dinge mitnehmen. Nämlich, ich würde gerne diesen Weg mal entlang fahren, weil er ist nur einmalig, wie ihr seht. Dann zurück den mitnehmen und dann haben wir diese ganzen Dinge hier. Ah, das haben wir schon. Hier ist sowieso nichts. Genau, die zwei Dinge. Diese ganzen Dinge. Und dann haben wir alles mitgenommen. Also, fahren wir, glaube ich, hier ausgenommen. Wenn es geht, geht es hier ausgenommen. Ziemlich eng. Nee, da hinten komme ich nicht durch. Da sind die Holzdinger. Und ich glaube, kann man die platt fahren? Ah, nur ein Weg, das rauszufinden. Ich glaube nicht. Oh, doch. Boah. Jawoll, Junge, der V8 oder V6, was auch immer an dem Ding eingebaut ist, ey. Wenn es aber Amerikaner sind, würde mich nicht wundern, wenn auch V12 drin ist. Freaks. Get out of the car! Scheiße, aussteigen. Früher war das nur normales Gift. Och, Mann. Okay, so I found a friendly note. That's a good sign, right? Stehen bleiben. Ey, meine Rente. One-Shot. Das war nicht so schön. Ich habe vergessen, dass das der einzige ist, den man am besten nicht überfährt, ey. Das war so einfach ein Reflex. Scheiße. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Heilung und wir müssen zurück, ey. Aber wir müssen noch aufpassen. Noch sind wir nicht infiziert. Oh, Sitzplätze kann man so wechseln. Das ist gut zu wissen. Okay, hier haben wir ein Auto. Warte, da ist ein Schuppen beim Friedhof. Den nehmen wir mit. Ich habe gesagt, ich mache alles auf der Seite. Dann mache ich auch alles. So, das Auto untersuche ich natürlich auch. Stelle gesichert. Oh, hey, that's gonna come in handy. Lagerheizung. Installiere diesen Mod in einer Schlafanlage 2 oder höher für einen Moralbonus, falls Benzin verfügbar. That's pretty heavy. Sehr gut. Nehme ich gerne mit. Da war noch eine Ecke was. Ich habe es gesehen. Gott sei Dank. Dann können wir das nämlich alles hier verstauen. So. Ich glaube, ich nutze sowas vielleicht mal. Last one. Make it count.
Make it count auf jeden Fall. Better than nothing. Dosenbombe, nice. Last of Us mäßig, oder? Nee, das war eine Rohrbombe, hier Left 4 Dead. So. Wichser. Wie er den schwingt, Junge, ey. Alter, ey, aber verständlich, so schwer wie das Teil ist, ey, holy. Ah, der lässt sich nicht untersuchen, okay. Was ist hier? Was kann man hier finden? Nee. Der Ort kann folgendes, bla bla bla. Auch nicht. Vielleicht ein offenes Grab. Bam, Junge, Dickerchen. Boom. Nice. Hier hinten ist das, oder? That's ja, pretty das war's. Heavy. Eine Kiste unter irgendeinem Baum, nicht in dem Baum, wo es markiert ist. Ja, also, Vorschlagkammer macht zwar Spaß, aber guckt mal, wie die Ausdauer flöten geht. Unnormal. So, dann fahren wir zum nächsten. Ich brauche eine andere Waffe. Also schwer macht Spaß, aber holy, nimmt das weg wegen 15 Pfund, 8 Pfund, 3,5 Pfund, 9,5 Pfund, 0,5 Pfund, dann noch Muni. Also muss man überlegen, ob man wirklich beides mitschleppen möchte oder nicht. Also ist schon ja, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Weil man möchte schon vielleicht bis zu 5 Zombies schnell hintereinander im Nahkampf schaffen und mit der Waffe, nee. Also ich glaube, dann gehe ich doch lieber auf Stumpf, weil die hat auch eine geile Animation, also einfach nur ein Basie. Wenn ich dann eine harte Waffe nehme, ein paar Mal, dann bin ich schon fertig mit denen. So, extra durchgefahren. Oh, fuck. Zombie on board. Piss dich. Bam, Junge. Bam, Junge. Junge, die sind hergefahren. Was mit der entweihten Kirche? Da ist irgendwie so ein Zeug drinne. Wie bereinige ich das? Oder gehört das zu einer Story? Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da ist ja gar nichts. Ich gehe mal weiter. Und ich renne auch darüber, ich will meine Akrobatik steigern. Ist schon mal ein guter Weg. I'm a little winded. Joa, das kann ich nachvollziehen. Wenn du so viel trägst, ey Junge, Bauarbeiter. Molle? Oh, Wasserkühler. Wenn es gefüllt und installiert wird, versorgt es eine Anlage mit Wasser. That's pretty heavy. Ja, wir nehmen aber noch einen mit. Rohrbombe. Ah, da ist sie doch. Left 4 Dead. Und The Last of Us, beides gleichzeitig geschafft. Schwerer zu schießen. Definitiv. Sehr viele hier. Der einzige Nachteil, wenn man einen scheiß Revolver spielt, 10 Jahre nachladen. Also da ist die Stufe vom Schießen für schnelle Nachladen sehr wichtig. Wie viele haben wir noch? Gar nicht mehr viel. Boah, Junge, da lohnt sich das ja gar nicht dahin. Boah, oder? Ich überlege, ob ich wirklich den Mod 10-fach wieder zurückhole, statt nur das Doppelte, weil ich will mehr looten. Junge, ich mache 2 Häuser, ich bin voll. Und ich loote ja nicht mal viel, weil es sich halt nicht stackt. Ich glaube, ich hole mir wieder 10-mal. Ich will da richtig ordentlich looten. Dann, ja. Oh, oh, oh. Den Shop mal haben wir nicht untersucht. Ich trage jetzt einfach selber auch noch was mit. Dann kommen wir hierhin halt nochmal wieder. All clear. Ich sehe nichts. Flaschen. Oh, Schaltkreise. Wichtig zum Herstellen. Hier hat anscheinend einer ein Projekt gemacht. Und das Auto ist abgefackelt. Also nicht so erfolgreich, das Projekt. Oh. Junge, die respawnen ein bisschen zu schnell in der Nähe, finde ich. Alter. Nice. Einfach nur hängen geblieben. Hallo. Oh, nicht getroffen. Er ist geslidet. Dann halt zurück. Wir sollten, glaube ich, echt langsam einen Außenposten bauen, damit wir einen Pluspunkt irgendwo haben. Meistens kann man oder lieber die Basis verstärken mit Außenposten
Oder man macht sehr, sehr weit weg einen Außenposten, damit man auch eine Möglichkeit hat, woanders zu farmen. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten... Ich weiß nicht mal, ob das der beste Stützpunkt ist da oben. Zu 100%. Aber er sieht halt sehr groß aus. Es gibt, glaube ich, keine andere, die besser ist. Plus die Zombies müssen nach oben. Ups, mein Fehler. So, what should we build next? We have room. Ja. Was wir jetzt bauen, muss ich mal gucken. Wir packen jetzt mal alles. Nein, ich habe vergessen, keine Munition mehr. Use it wisely. Schaffst du? Super. Oh, nimm noch mit, Mensch. So. Okay, jetzt Licht aus, ey, holy shit. What up, fool? Fool. Fool ist Kumpel, okay. Okay, pass auf. Neue Nahkampfwaffe, wir nehmen jetzt den... Nehme ich den Brandeisen. Schaufel ist Stufe schwer, okay. Auch schwer. Stumpf, stumpf. Wer hat den höchsten Einschlag? Niederschlag ist auch wichtig. Ich glaube, ich nehme den Brandeisen. Ist auch aus dem DLC. So, ordentlich schon mal mehr Gewicht frei. Nehme ich doch den ultraleichten Rucksack. Ich habe immer das Gefühl, Gewicht ist wichtig. 7 Pfund. Machen die viel aus? Zeig mal kurz her. Ein bisschen, aber nicht dafür, dass ich das aufgeben muss. Na gut. Waffenmäßig. Ich habe das Gefühl, ich könnte vielleicht das weglegen, aber zu früh dafür. Zu früh. Eine Stufe noch, dann haben wir das fertig. Dann können wir uns spezialisieren. Gut. Bauen wir noch etwas hier rein. Also, wir haben alles repariert, richtig? Richtig. So, das heißt, fangen wir an. Betten sind genug jetzt erstmal. Wir haben 5 Betten, glaube ich, oder? Ne, 8 Betten, ne? Plus 4, plus 4. Plus 3. Achso, ja, okay. Es zählt schon minus, wie viele Betten weg sind. Obwohl man nicht schläft. Das finde ich auch komisch, dass man nicht eine Möglichkeit hat zu sagen, einer macht eine Tagschicht und die andere Nachtschicht. Und sozusagen sind dann nur so viele Plätze belegt, wie auch gerade am Tag wach sind. Oder am Tag schlafen müssen und wie viele in der Nacht, ne? Das ändert sich halt, ja. Finde ich schade, dass es nicht sowas gibt. Aber nicht schlimm. So, fangen wir an. Wir fangen hier. Das ist Werkstatt, ne? Ganz genau. Das heißt, wir bauen in der Nähe. Generator brauche ich nicht. Regenkollektor. Latrine. Erhöht die Moral. Brennerei bauen. Steigert beim aktiven Zugang zu Wasser die Moral geringfügig. Die Brennerei kann aufgewertet werden, um wertvolle Luxusgegenstände zum Handeln herzustellen. Einen Garten anlegen. Ich habe doch schon einen Garten, ne? Ja, Farmkomplex sogar. Das brauche ich nicht. Eine Schießanlage. Die Schießanlage genau neben der Benzinstation. Ich glaube, ich baue die einfach hier hin. Fürs Erste. Schießen trainieren plus 20 Ausdauer. Kämpfen trainieren plus 20 Gesundheit. Ich glaube, auch sowas ist mir wichtiger als Gesundheit. Was haben wir sonst noch an? Boah, Machine Learning. Sehr viel. Boah. Herstellung, nicht da. Okay. Ja, fangen wir mit dem hier an. So, wie lange brauchst du? 5 Minuten? Schaffst du. Und dann, da wir eh erstmal noch nichts machen können. Ah, okay, wir haben nicht genug Mitarbeiter. Gut. Ja, ich bin ja schon mal arbeiten, ne? Es ist in Arbeit. Gut. Dann. Boah, Junge, wieder voller Blut, ist ey, nice. C, um Zombies anzulocken. Danke dafür. Ja, vorbei. Vielleicht mitnehmen. So. Damit die mehr in die Richtung kommen, statt zur Basis. Weg mit dir. Da ist gerade ein Glas kaputt gegangen. Schade. Hier waren wir. Warte, ich markiere... Oh, nee. Junge, hast nicht mal eine Sekunde Zeit zu markieren. Und das, ja, wir nehmen das noch irgendwann mit. Das wird erstmal da liegen bleiben. Hier links ist noch eine Farm, da wollten wir auch hin. Natürlich aufpassen, dass wir... Boah. Mein Gott, Drift, Drift. So, Freunde der Sonne. Einmal kurz hupen, sagst du?
Ey, kommst du mal her, du Dickerchen da hinten? Ah, dauert nur ein bisschen. Zack, weg mit euch. Komm her, komm her, komm her. Oh, Leute, Dodge! Leute, Dodge, Double! Oh, die haben das denn gar nicht gehört. Ja, finde ich gut. Minus 2, ja, ich habe vergessen. Ja, ich hätte Munition kreieren sollen. Na gut, machen wir schnell hier die Hütte. Verblasstes Farmhaus. What a pile of crap. Modell 70 Classic. Klassisches Farbengewehr. Klassisches. Wahrscheinlich so 5 Schuss auch noch nur. Geil. Würde mich aber nicht wundern, dass sogar im Kinderzimmer oder im Kinderbett sogar eine Shotgun liegen würde. Das ist Amerika, Junge. No front. Jeder muss sich verteidigen, selbst das Kind, was geboren wurde. Oh. Okay, da verteidige ich sie niemand mehr. Gut. Packen wir da ein. Oder geben wir ihr mal. Was für eine Munition verwendet das? Beides. Shit. Aber die Reichweite von dem hier ist höher. Die Feuerrate geringer als von meinem. Ah nee, doch. Andersrum. Meine Reichweite ist höher. Nee, meine Reichweite ist geringer. Interessant, okay. Rumble, Torwächter. Ah, das Zeichen ist das Netzwerk. Revolver klemmen nie und halten ewig. Nice. Ah, gebe ich ihr das? Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht finde ich was Besseres für sie. Greif an. Schön. Gib auf die Fresse. Nice one. Aha. So geil. Also stumpf gefällt mir in dem Spiel. Wie ist programmiert das besser? Ich glaube, wenn man Late Game sagt, dann ist vielleicht Scharfwaffe mit Tötungspotenzial voll sehr broken. Ist halt One-Shot, er muss nicht viel treffen und so. Die Waffen sind auch leichter. Gehen aber schneller kaputt, aber trotzdem. Ich mag irgendwie stumpf. Ich mag die Kampfart. Diese erste Hit-Animation ist Overhead und sie trifft sehr schnell. Das gefällt mir viel mehr als diese 1917er Revolver PUBG. Sehr gute Waffe. Jetzt haben wir auch einen Revolver mit 45er Patrone. Aber ja, ich mag nicht die Animation, die sieht immer so scheiße aus von links, dauert 10 Jahre und immer der Zombie hittet dich zuerst, bevor du ihn hittest. Mag ich nicht. Deswegen lieber stumpf. Dann sind die Probleme gelöst und wer richtig viel Ausdauer hat, Sportskanone oder gut getrainiert ist, dann auf jeden Fall... Wer ist das? Zweiter Weltkrieg-Paket. Ah, daher stammt das, okay. Der kann auch schwere Waffen spielen, weil die sind auf jeden Fall One-Shot im Hinfallen. Gut, Leute, dann ab nach hier hinten. Wir haben ja gesagt, wir werden da hinten clearen. Also gönnen wir uns mal auch ein bisschen. Und let's go. Und danach können wir in aller Ruhe auch noch zur Mission fahren. Oh, drifte nicht. Ich wünschte, die würde einfach... Das war gut, nicht ihr. Naja, gut. Ich wünschte, sie würde irgendwo sitzen, wo eine Tür ist, am besten gegenüber, weil dann könnte sie richtig mithelfen, die Tür offen zu halten beim Fahren. Weil wenn ich drücke, öffnet sie auch, das ist das Geile. Ging nicht. Da habe ich leider nicht getroffen. So, wo sind wir? Aha. So steigert sich Waffenhandwerk. Oh Gott. So, haben wir. So, das ist ein so normaler Wagen. Nichts Besonderes. Akrobatik, immer höher. Das finde ich gut. Irgendwann haben wir genug Ausdauer für alles. Schmierzubehör. Sehr gut, come on. That's pretty heavy. Ich würde ja wechseln auf den anderen Charakter, Helena, um mit ihr sozusagen zu looten, weil dann würde sie auch leveln. Problem ist nur, ich würde dann die Mission verlieren. Den Stand jedenfalls. So stand es da. Den Stand? So stand es da. Junge, manchmal komische Sätze, aber das ist schon richtig so. Legt auf den Boden. Oh! Finish him.
Das ist die schlechteste Animation, die man haben kann. Oh, er hat mich weggekickt. Ja, ich glaube, dafür gab es auch einen Mod, dass man immer die beste Animation bekommt, die schnellste, weil es ist komisch, dass man nicht immer die schnellste nimmt. Weißes Rausch... Weißes Rauschenmaschine. Kein Moralbonus. Okay. Schon wieder den. Okay, nehme ich mit. Wenn jemand keine Schusswaffe hat, dann easy peasy, gebe ich ihm ab und fertig. Dann hat jeder wenigstens sogar einen Billigrevolver. Und sowieso der auf dem Tower steht, sollte Range-Waffe haben. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von Shotgun, den NPCs geben, weil erstens, wenn die ballern, treffen sie dich vielleicht sogar. Nicht gut. Oder sie sind auf dem Tower und können nicht mal, ja, Scharfschützen. Weit töten. Ballern nur die Muni raus. Oder machen Lärm, je nachdem. Gut, das haben wir dann. Auf zur nächsten Häuslein. Und dann haben wir hier vorne fertig. Danach können wir uns mehr auf die... Story. Das ist ein Kreischer, oder? Kreischer, ich muss ihn töten. I got a screamer here. Nein. So, das war wichtig. Der darf uns nicht dazwischen funken. Und gib ihm. Bam. Bam. Ah, zu wenig. Smells like a whole city died. Oh Gott. That's gotta be a plague heart, which means plague zombies too. Jawohl, Junge. Ich dachte, er weicht aus. Der weicht sonst immer aus. Das war aber gut mit Driften. Das erste Mal. I better watch out for plague zombies. Yep. Ich komme ohne Ende. Das habe ich nicht gesehen, ey. Holy shit, hier ist auf jeden Fall schon mal eins. Okay. Das überspringen wir mal. Wir fahren zu der großen Farm oder was ist es da hinten? Jawohl. Okay, wir haben schon mal ein paar Punkte gefunden, die wir auslöschen müssen. Seuchenherz. Ist es da oben ein Seuchenherz? Meine Entdeckung ist noch nicht so hoch. Nee. Eigentlich nicht. Wie diese Zombies, wie weit die das hören. So, da müssen wir halt keine... anderen Dinge dafür opfern. Oh, es ist ein dicker Dodge, Junge. Holy, ich will ihn haben. Beide Schlangen daneben. Und. Den will ich haben. Maximilian. Okay, muss ich mir merken. Das ist ein Auto, Junge. Das zieht. Aber ich glaube, der ist immer noch stärker sogar von Leistung her. Hä? Irgendwo oben. Ausweichen. Finish. Atme durch, Kumpel. Atme durch. Deswegen ist es auch wichtig, manchmal diese Tüten... Oh Gott. Diese Tüten zu tragen. What's up, Quincy? Nein, ich wollte ihn finishen. Diese Tüten bei sich zu tragen, um sich sofort zu regenerieren und wieder volle Gesundheit zu haben. Gesundheit, Ausdauer. Die muss man eigentlich gefühlt dann spammen. This is gonna slow me down a bit. Nehmen wir auch mit. Dann ab nach oben. No more Zeds to kill. Fine by me. Gut, suchen wir mal. Altes Haus der Wilkinson, okay. Der kommt, ne? Looks like that's it for Luke. Ja, das sind diese Ausdauertüten, die ich meinte. Ja, hier ist gar nichts. Das hasse ich. Die sind so im Vorbereiten, dass du nie sofort draufhauen kannst. Das mag ich nicht. Nearly out. So, was haben wir jetzt gegessen?
Dann weg damit. So, dann fahren wir wieder zu den kleinen Shoppen da hinten und dann bringen wir alles wieder weg. Und wir wissen schon mal, hier steht ein schnelles, geiles Auto mit nur zwei Sitzen. Eigentlich müssten wir ja schlau denken. Nicht auf Fun, sondern auf, ja, das nehmen wir mit. So. Und zwar auf Maximalplatz gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals so viele haben werde. Außer dass es eine Mission gibt, wo die extra sagt, ja, sechs Leute musst du mitnehmen. Oder mehr. Ich glaube, dann ist das wichtig, viel Platz zu haben. Aber nur dann. Na, Jungs. Jawohl. Gott, sind die nervig. Gut. Ein Taxi, wer ist denn hier hingefahren mit einem Taxi, ey? The fuck? Stelle ist nicht gesichert, würde ich sagen. Da draußen sind überall Zombies. That's not too bad, I guess. Kiste mit Samen. Mehr nicht? Holy, okay. Und dafür bin ich hergefahren. Scheiße, die waren dann. Dann nochmal nach da hinten. Stelle gesichert. Teile. Chemikalien, das ist nicht schlecht. Okay, gut. Da hinten ist noch ein Shoppen. Und dann haben wir hier oben alles fertig. Ist das auch da hinten ein Shoppen? Ich guck mal kurz mal nach. Oder ob das nur Zubehör ist. Ja, das ist Zubehör. Okay. Ausdauer wird langsam wenig. Und meine Infektion erhöht sich, weil natürlich mit jedem Schlag alle sind infiziert, passiert sowas. Kannst du dich mal verpissen? Ich hasse KIs. Die stören mehr, als sie helfen. Piss dich, genau deswegen. Ich will nochmal schießen und sie kommt jedes Mal dazwischen, weil warum? Keine Ahnung. Boah, ich musste zweimal. Not bad. Gut nachladen. Construction Machinery. Aha. Das ist das, wo der Stand, wo wir was brauchten. Sehr gut. Das brauchen wir auch. Sehr gut. Dann gucken wir hier nochmal nach, wenn wir schon hier sind. Gar nichts. GG. Na gut, und zurück. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier fertig. Da hoch müssen wir nicht. Können wir, glaube ich, auch nicht. Nee. So, kurz ausruhen. Schöner Schuss. Alles klar. Laden wir nach und weg hier. Der lädt 10 Jahre nach. Obwohl zum einen Kugel soll ich mehrere reingehen. The fuck? Sag mir jetzt so eine feste Animation. Und nicht anpassbare. Jawohl. Man muss einen U-Turn machen. Okay. Ist hier was? Jo, hier ist was. Wieso hat mir das nicht angezeigt, die Sau? Na komm. Richtig. Kannst dich. Ich muss looten. Sie steht immer viel zu nah, wenn man looten will, will sie auf einmal automatisch reden triggern. Ja, das wird ja ein Spaß mit dem NPC. Der uns helfen soll, aber ich spüre gerade keine Hilfe. Also bis auf den Fighten. Und vielleicht tragen, wenn ich hier gebe. So, dann nochmal hier rein, oder? Ja. Ausweichen. Drauf da. E. Bam. Mit Kill-Animation. Oder einfach nur Ranzoom-Effekt. Hier ist gar nichts. Ja, dann fahren wir komplett nach Hause. Jetzt sind wir hier fertig. Hier ist gar nichts mehr. Außer der hier. Genau. Da haben wir das Ziel erreicht. Hier ist ja sowieso nichts, oder? Da haben wir angefangen, oder? Wo war das? Genau, hier ist sowieso nichts. Okay.
So, Hauptsache weg hier. Ja, ein bisschen schneller könnte gehen. Ich weiß gar nicht, habe ich den Mod geholt, wo ich höhere Höchstgeschwindigkeit erreichen kann? Weil vom Spiel ist extra alles so richtig slow programmiert, damit die Welt sozusagen größer wirkt, könnte man sagen. Obwohl der Wagen wahrscheinlich mehr Leistung hätte, aber... Mit dem Mod, Junge, dann fliegst du, so wie es sein sollte bei manchen Wagen. Sieht sogar dann lustig aus mit den Physics. Ein bisschen weit die Basis. Muss man mal ein ordentliches Stück fahren. Das heißt, wir verlieren sehr viel Benzin. Aber was haben wir da? Genau, eine Tanke. Also lohnt sich das natürlich wiederum, ne? Wenn da sowas Wertvolles ist, musst du so weit fahren. Aber die Frage ist, gibt es noch andere Stützpunkte? Aber ich glaube nicht. Extra wahrscheinlich der aus. Das gibt wirklich noch einen größeren als den. Dann ist vorbei. Da weiß ich auch nicht, was man noch machen soll. Der Junge, da ist schon eh alles hier drin, ne? In dem ersten Stützpunkt. Was kann noch besser gehen? Wieso ist das grün? I can't believe I'm living in a home decorated with dinosaurs. Warum zum Teufel ist das grün? Auf der Map so Splat-mäßig. Komisch. Oh, was ein Shot. Time for me to head out. Kämpfen Max Stufe. Sofort verbessern. Was kriegen wir? Verbessert den Umgang mit kleinen Waffen und verringert die Ausdauerkosten für den Nahkampf. Stoßangriff freigeschaltet. Schwertkampf. Erhöht das Tötungspotenzial mit Klingenwaffen. Beinfeger freigeschaltet. Durchhaltevermögen. Erhöht Gesundheit. Traumata entstehen langsamer. Schlagangriff freigeschaltet. Wir haben Stoßangriff, Schlagangriff und Beinfeger. Beinfeger war broken, den habe ich immer benutzt. Verbessert den Umgang mit kleinen Waffen. Ah, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was es ist. Kleine Waffen, dachte ich immer, so sind so einhändige. Nein, ist es nicht. Das sind diese Schraubenzieher, falls man keine Nahkampfwaffe hat und die dann erst zur Action kommen. Also kompletter Müll. Außer, genau, den Nahkampf, das ist natürlich nice. Aber wir müssen anscheinend Schwert mit ihm spielen, weil er will Schwert haben. Dann kriegt er Schwert, mein Freund. Ein bisschen Spaß hatten wir mit den stumpfen Waffen, aber jetzt haben wir eine extra Fähigkeit dafür. Und deswegen werden wir schön uns die schärfste Waffe mit dem höchsten Tötungspotenzial... Oder höchsten Zerstückelung. Je nachdem. So, alles rein damit. Ich muss beachten, was schon voll ist. Wunderschön. It feels wrong to have all that empty space just sitting there. Ja, wir bauen gleich noch was hin, ne? Wir bauen da gleich noch was hin. So, das haben wir fertig. Dann bauen wir nochmal hier Kampfstudio. Perfekt, alles nebeneinander. Werkstatt, Kampfstudio, Schießanlage. Perfekt. Hier wird dann richtig geschossen, der verteidigt. Und dann hier wird geschlafen, neben dem Schießen. Komisch, aber ja, für den Anfang. Gut. Also, scharfe Waffen. Okay, Tötungspotenzial. Ich rüste erstmal diese Bowie-Machete aus und dann vergleichen wir. Ja, ich mache ganz schnell hier noch die Munition auf 25 runter, keine Bange. Zerstückeln sehr viel. Ja, jetzt habe ich schon zwei verloren. Tötungspotenzial weniger, das mag ich nicht. Was haben wir sonst noch mit Schaft? Hier mit Klinge. Einschlag höher, also das heißt mehr Wucht, aber dafür weniger Tötungspotenzial. Dafür hat man die Möglichkeit, ihn hinfallen zu lassen, was sonst nicht möglich ist, was richtig gut ist. Dann probiere ich den los, den aus. Zaunzange. Wiegt mehr, aber nicht schlimm. Sag mal her. Ah, so ein Tomahawk. War da stand das da nicht auch? Ne, Zaunzange. Na gut. Pistols. Was haben wir für eine Pistol? Stärke mehr. Ich merke schon, dass der schwach ist, wenn man zu weit weg ist. Ja, da müssen wir gucken. Ihr müssen wir auch noch was geben eigentlich, ne? Weil die hat auch ziemlich wenig. So. Innerer Brontogas. Freier, oder? Innenbereich für Anlagen, die Schutz benötigen. Ich habe leider nicht weiteres. Außenlaunch? Nee. Leider nicht, nee. Kann ich irgendwas verbessern vielleicht? Braucht zwei Arbeiter, okay, deswegen jetzt nicht. Okay, pass auf, dann machen wir noch, wo war das denn? Mit der Herstellung. War das das hier? Jo. Welche Munition haben wir bekommen? Ich würde die eigentlich gerne in der Info haben, was ich hergestellt habe, leider nicht.
157. Sehr wenig Munition. Holy shit. Kaum. Eigentlich eher gesagt. Sind alle. Alle solche. Oh, 1911. Okay. Dann merken wir das. Essen wird wenig. Wir müssen Essen finden. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber wir ziehen, glaube ich, durch. Ich überlege gerade, wie ich da hinkomme. Der normale Weg wäre ja über die Straße bis nach da hinten. Oder wir kürzen über Land ab und sind direkt da. Ich glaube, das mache ich über Land lieber. Aber wenn ich natürlich hier lang fahre, schalte ich ordentlich was frei. Mit der Kundenmäßig. Aber das könnte ich auch machen, wenn ich zurückfahre. Weil dann loote ich hier mit und loote ich hier mit hier und dann einfach zurück. Ja, so machen wir das. Gut. Es ist schon wieder Nacht. Och. Naja, gut. Ja, das habe ich gemerkt. Cool, Leute. Dann haben wir jetzt einen ordentlichen Aufstockung gemacht, sozusagen. Vieles gefunden, vieles gemacht. Unseren Bereich erstmal schön geschützt. Das heißt, hier sind wir eigentlich fertig komplett. Wir können natürlich sagen, jetzt diese Seite hier noch. Das machen wir aber danach irgendwann, wenn wir wieder Loot brauchen. Im nächsten Teil fahren wir direkt zur Hauptquest und gucken, was mit der Hauptquest passiert. Wo führt die uns hin, was macht sie und. Ansonsten, Ersatz, looten wir hier ein bisschen noch. Und irgendwann gehen wir dann natürlich in die große Stadt mit ordentlich Ballerei. Gut, Leute. Falls das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo und Kommentar. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.